Hallo Leute, heute zeige ich euch mal die Traubenhyazinthe. Der wissenschaftliche Name der Traubenhyazinthe lautet Muscari armeniacum. Die Pflanze stammt ursprünglich aus Kleinasien und dem Kaukasusgebiet. Die etwa 20 cm hohe Zwiebelpflanze blüht ab April bis Mai. Obwohl sie winterhart ist, bevorzugt sie sonnige und warme Standorte mit einer lockeren, nährstoffreichen Erde. Wie die meisten Zwiebelpflanzen vermehrt sich die Muscari durch die Bildung von Tochterzwiebeln und sollte erst im Herbst in den Garten gepflanzt werden. Überlassen Sie die Traubenhyazinthe ruhig sich selbst. Sie kommt gut selbst zurecht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir bitte ein Like oder am besten du abonnierst gleich den gesamten Kanal. Dann verpasst du auch nie wieder, wenn es etwas Neues gibt, beziehungsweise kannst du leichter und schneller Infofilme aus der Playlist überall, wo du die Info gerade brauchst, ansehen. Solltest du mehr Infos zu diesem Thema oder anderen Themen aus dem Bereich des Gartens benötigen, dann geh bitte auf meine Webseite www.steffenkuhmann.de. Dort bekommst du weitere Filme, Arbeitsanleitungen und Pflanzenbeschreibungen. Ich versichere dir als Gärtnermeister, dass alle Berichte, Beschreibungen und Filme fachlich richtig sind. Es gibt hier keine Ich-glaube- oder möglicherweise-Geschichten, sondern nur Fakten, die auch tatsächlich zutreffen.